Hallo und willkommen zurück zu Borderlands, dem Vornachfolger, wo ich schon ganz viel Kills farme. Joa, ich stehe wieder hier. Joa, gut. Das geht natürlich ja. Du willst über den Mond zoomen? Dann bist du hier richtig. Ja, ich zoome. Was, nein. Ich zoome gerne über den Mond. Aber wenn, dann nur mit einem Mondbuggy. Ja, nur mit dem und mit nichts anderem. Mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, wie. Ob die da so zählen eigentlich. Gehen wir mal hier lang. Ui. Ui. Ich habe mir gerade ein Video von eines Tech-Tipps angeschaut zu den neuen Ryzen 5000 Serie, die kommen soll an CPUs. Bei der glaube ich sogar, die glaube ich sogar in mein Socket reinpassen würde von meinem Motherboard, weil das war glaube ich ein Motherboard, was neu genug wäre, dass das sogar gehen würde. Aber ich bin niemand, der wirklich viel und schnell upgradet, also wenn ich irgendwann wirkliche Probleme habe mit meinem aktuellen Rig im Sinne von Performance, dann vielleicht, aber ich glaube eher weniger. Und ich glaube eher, dass es vorher passiert, dass ich vielleicht die Grafikkarte ändere, bevor ich die CPU ändere. Ah ja, ich sollte vielleicht den Teleporter da vorne einfach nehmen, ist der vielleicht schlauer. Letzte Meldung. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Ja. Benutzen wir eben das. Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Ich habe genug für euch alle. Okay, 275 bin ich jetzt schon. Brauchen wir noch so 25? Talks brauche ich auch noch. Dann ist das auf jeden Fall nicht falsch. Ah, okay, ich dachte, ich konnte gerade irgendwas anderes lesen. Egal. Lesen, 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 lesen. Gehen wir mal hier unten durch. Oh. Ah ja, das ist wieder so ein Geldstück, was sich nicht automatisch mitnehmen lässt. Keine Ahnung, wie das passiert. Warum genau? Ist das einfach nur dafür da, dass Torx da durchkriechen können oder was? Aber was anderes passt da sowieso nicht durch. Ah ja, egal. Das sind die alle mal eben explodiert. Ah, ja. Ding. Ding. Ach ja, das ist das O2-Ding, stimmt. Das piepst immer so. Bei dir piept's wohl! Servus, Torx! Oh.
Hab leider das Gefühl, dass die Schüsse irgendwie ein bisschen weiter fliegen, wenn man rennt. So, Waffe, Mondstein, Sauerstoff. Vielleicht Muni kaufen sollen. Fällt mir gerade so auf. Weil die jetzt doch ein bisschen low ist. Ah ja. Ich glaube, wir nehmen da lieber das Sprungpad, weil sonst sterbe ich einfach nur. So weit springe ich, glaube ich, nämlich nicht. Na, dann wollen wir mal. So. Achtung! Gehen wir auf nach hinten drinnen. Ehrlich gesagt dachte ich, dass hier drinnen auch so Munitionsdinger wären. Also ich meine richtig und nicht in den Kisten. Das ist doch... Ach ne, das ist Sniper-Money und keine Schrot-Money. Da, Schrot-Money. Kleinen runden Hülsen. Ja. Okay, ich dachte, da geht was raus oder so. Also so klang's halt. Kann man nicht öffnen. Man kann dafür, glaube ich, was anderes öffnen. Ha! Versuchen kannst du's ja. Alter, schwierig. Kaum zu verfehlen. Stufe 4 ist erledigt. Okay, gucken wir mal nach. Token können wir einlösen. Nachladegeschwindigkeit, definitiv. Shotgun. Okay, wir müssen... Das ist mehr als das Doppelte. Und das muss ich schaffen. Hilfe. Hilfe, was zur Hölle? Das ist ja einfach mehr als das Doppelte, was zur Hölle? Da bin ich mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher, weil das alleine hat ja schon über eine Stunde gedauert. Jetzt hier hinzukommen. Und da muss ich nochmal genauso viel sammeln. Also vor allem, weil das war ja... Das ist ja einfach nur krank. Alter, da brennt's. Weich, brennt's wohl! Weich, brennt's wohl! Aber dann Wurst, dann habe ich ja andere Idee. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich jetzt um was anderes, weil ich grind das nicht aus. Ich mache jetzt andere Dinge und dann sehen wir weiter. Also kurzer Stopp für euch, hier bin ich gleich wieder da. So, hier sind wir wieder mit Level 70er Charakteren, die alle Outfits besitzen und vielleicht auch noch mehr. Schauen wir mal rein. Ich würde gerne mal einfach mal in den normalen Modus gehen. Das ist der einer der DLC-Charaktere, wenn ich mich richtig in Sinne kam, die DLC dazu. Ach, hier ist die. Okay. Okay, sie besitzt Waffen. Der Cutie Killer.
Soweit ich weiß, sollen die alle Special-Waffen haben. Oh mein Gott, die haben 393 Waffen in ihrem Inventar. Und ihre Munitionskapazität ist ja ridiculous. Also, das sind mehr Waffen, als ich jetzt mal ganz spontan erwartet hätte. Wieso zur Hölle hast du denn Klassenmods für eine andere Klasse als dich selber? Das bringt dir ja ganz viel. Das ist ja krank. Naja, sind ja in dem Sinne die Cheat-Charaktere. Okay, gehen wir mal zurück zu Concordia. Und machen das, für was ich die Charaktere eigentlich geholt habe. Was soll? Ach stimmt, ich kann ja gar nicht fliegen. Aber das Ding nicht an. Okay, gehen wir mal mit den einfachsten durch. Skillpunkte zurücksetzen. Nein, Name lassen wir so. Die Skinfarbe. Nehmen wir das mal als Baseline. Okay. Gehen wir jetzt mal schön alle Farben durch. Der da unten? Ja, dieses grüne Licht ist das, was als letztes kommt. Schauen wir mal, ob es einen Skin gibt, wo das nicht grün ist. Ja. Das sind alle Skins. Weil ich jetzt nicht weiß, wie man die alle freischaltet. Das könnt ihr gerne mal googeln. Wenn sich der wirklich interessiert. Ja. Oh, hier ist es blau. Ah, jetzt ist es anscheinend allgemein blau. Jetzt lädt es aber auch irgendwie anders. Oh, warte, was? Interessant. Also die einzigen, bei denen es blau ist, waren so die letzten paar Skins, die anscheinend ein bisschen spezieller sind. Oder keine Ahnung. Genau hier, das ist das erste, was blau ist. Soll mich das an Mario erinnern? Mit blau und rot? Und das an Luigi? Und das kann ich jetzt nicht deuten. Jetzt ist wieder eine Fliege. Immer wieder Fliegen. Auf jeden Fall sind das 31 von 31 und damit auf jeden Fall alle. Ich wusste gar nicht, dass man das so sehen kann. Und dann die Köpfe. Hier sind es nur 5, okay. Die hat anscheinend nicht so viele. Also der in ihre normale Frisur, der in ihre so eine Frisur. Das erinnert mich an Moxie. Ah ja. Warte mal, wie weit ist das anders zu ihrer normalen Frisur? Ah ja, okay. Dann waren das alle ihre Hüte und... Danke. Haben die noch nie einen Schnellautomaten... einen Schnellanpassungsautomaten gesehen, oder wie? Was macht denn hier? Lasst die Hunde des Wohlstands los! Ja! Falle rauf! Mal eine Frage, was hat die für ein Badass-Rang? Die hat gar nicht da drin alles, aber hat trotzdem einen Haufen Badass-Token. Und die hat ja auf jeden Fall alles geskillt und keine Skillpunkte übrig. Naja, wenn man das mit Level 70 schafft, weiß nicht. Die hat hier ja gar keine... Ja, okay, gut, macht Sinn, dass sie keine Story-Quest mehr hat. Alter Schwede. Naja, gehen wir mal raus und zum nächsten Charakter. Charakter auswählen, dann gehen wir jetzt zu Athena. Das ist ja mein... Bin ich jetzt auf Wara gekommen? Ich habe gesagt... Ja, Athena. Wieso sehe ich nicht Athena hier drinne? Ich habe gerade Athena ausgewählt. Oder bin verwirrt.
Ja, okay, ich habe Athena. Okay, sehr komisch. Warum hat die sich da am Ding nicht geändert? Das Leben ist auch nicht schlecht. Und die Granaten. Ich glaube nicht, dass das normal erreichbar ist. Ich glaube, da hängt, da sind, glaube ich, Cheat-Werte auch mit drin. So, dass das maximal mögliche, da ist das maximal mögliche Geld, wie es ausschaut. Ja. Okay. Also das ist die obere Suite. Achso, ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass die komplett gleich ausschauen. Aber anscheinend nicht. Okay, hier muss ich oben auf die Haare schauen, dann ist der Skin fertig. Joa. Einen kleinen Skin Showcase. Was haltet ihr denn? Alle davon? Seid ihr Fan davon? Oder etwa nicht? Ich weiß es nicht. Ich sage euch aber, dass hier eine Fliege an meinem Bildschirm hängt, die mir gerade dezent auf den Geist geht. Geh weg von meinem Bildschirm! Alles klar. Diese Werbungen in diesem Spiel. Falls man das als eine Werbung bezeichnen kann. Orange. Weiß. Captain Pandora. Nachtschattenkrieger. Das ist doch Mario und Luigi an Spiele. Wieso ist das blau-rot und blau-grün? Das kann doch nur so sein. Und das weiß ich nicht. Vielleicht ist das sogar Wario. Okay. Wait, what? Da unten steht 48 von 59. Ich dachte, ich hätte alle. Das ist eine Verarsche. 8 von 14. Haben die DLCs irgendwie neu dazugebracht und das hat dann die Community einfach nicht gemacht. Aber was anderes können wir nicht vorstellen. Joa. Maximales Level. Interessant, dass es so einen Hut auch gibt. In Defensivstellung! Ihr Soldat kennen wir es ja. Dieser Griff-Clown ging ja schon. Anscheinend tut sich der Skill von der anderen ziemlich schnell aufladen. Auch so, weil das dauert länger. Das wirkt nicht so krank overpowered. Das ist wahrscheinlich denn ihr Eisding einfach nicht wirklich gut. Und deswegen lädt sich das 20.000. Also lädt sich das mega schnell auf. Okay, das war dann das. Dann gehen wir jetzt zum Athena. Athena und Aurelia haben wir. Dann gehen wir jetzt zur Nisha. Aura Pyrian, Herz des Heldenmutes. Das ist die Knarrenfrau. Quite literally. Ja. Joa. Okay, dann gehen wir mal zu. Gehen wir mal hier hin und. Ah, die hat auch was, was leuchtet. Das Licht kommt immer als allerletztes, wenn die Charaktere irgendwas Leuchtendes in ihrem Körper haben. Schon interessant irgendwie zu wissen. Ding dong. Starren Sie sie nur an, mal skalpieren Sie Ihre Eltern. Wenn Sie ein
Alles klar. Ja, dann, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt, ja? Oh, wir sind wieder im Mario-Design. Beim Luigi-Design. Und keine Ahnung, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall wieder der Osterhase. Okay, ihr stinknormaler Hut. Interessant. Interessant. Okay. So ein Auge. Sie brauchten 2 XP mehr, um noch ein Level abzumachen. Das ist natürlich sehr witzig. Platziert. Die Hände dorthin, wo ich sie sehen kann. Ja, ich glaube, das hat keinen Effekt, wenn du keine Waffe hast. Naja, ohne Waffe kein Effekt. So geht's halt auch. Ja, so geht's halt auch. Okay. Misha hatten wir, Athena hatten wir, Aurelia hatten wir. Dann gehen wir jetzt zu dem Doppelgänger Jack. Also zu dem, ja, neuen, zweiten Jack. Ich habe die Fliege erwischt, die ist tot. weiter. Na, Jack. Jack, ja, da ist kein für Jack gearbeitet. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie Canon dieses DLC ist. Ich meine, klar, diesen Jack gibt es. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich die Story dieses Spiels durchgespielt hat. Das glaube ich nämlich eher weniger. Und jetzt wurde der Pyrrhus ermordet. Ist, glaube ich, generell bei den DLC-Charakteren nicht der Fall, dass die Story technisch gesehen so richtig reinpassen. Würde ich zumindest vermuten. Okay, Jacks normale Kleidung. Ja, da steht einfach nur Jacks normale Kleidung. Ah, nicht schlecht. Er hat kein Licht, also schaue ich einfach auf seine Haare. Um zu auszusagen, dass die Farbpalette fertig ist. Ja, der gute alte Handsome Jack. Joa. Jaggedy, Jack, Jack, Jack. Jack, Jack. Wird man einfach so mal PWN-Mitarbeiter, wenn man den spielt. Naja. Man sieht, es sind ja anscheinend nicht alle Skins anscheinend. Aber wieder der Mario-Design. Luigi. Aber ich denke mal nicht, dass ich an alle Skins irgendwie rankomme, ohne jetzt wirklich mir den Aufwand zu machen, die alle irgendwie zu grinden oder so. Okay, verstehe jetzt nicht ganz, warum das ganz oben ist. Aufgejackt! Oder gejagt? Weiß nicht, weil es ist irgendwie witzig, weil er heißt Jack. Also kann man definitiv sagen, aufgejackt. Er hat 2 verschiedenfarbige Augen. Oh, ja, so viel dazu. Augenklappe. Das König. Bärtiges Double. Ja, der gute alte Handsome Jack. Der gute alte Handsome Jack. Very handsome. Mich findet ihr nicht! Falscher Jack, Arschlöcher! Applaus! Wow! Yes, Jack! Wow! Jetzt bin ich selber ein Badass! Also ist eine Nahkampfangriff auf jeden Fall genial. Das ist auf jeden Fall cool. Als der zu spielen macht sicher Spaß. Als Jack macht alles Spaß. Jack, Misha, Athena, Aurelia.
Dann der Wilhelm. Das ist ja, glaube ich, der, den mein Cousin benutzt hatte. Wenn ich mich richtig entsinne. Okay. Weiß nicht, wieso ich das mit den anderen nicht gesehen... Ja, danke. Ich weiß, dass es Badass-Ringe gibt. Das müsst ihr mir nicht sagen. Hagen, ich habe das Spiel schon lange genug... Schon mehr als genug gespielt. Ich weiß, dass es Badass-Ringe gibt. Nein, ihr müsst mich daran nicht erinnern. Oh mein Gott. Achso, das ist nur manchmal. Ich bin blank. Kann man also skillen. Ist erst in einer Woche. Okay. Okay, hier hat er auch das Oberste an. Der hat kein Licht an seinem Körper oder sowas, aber definitiv einen mechanischen Arm. Also der ist auf jeden Fall schon mal teilweise etwas roboterartig gemacht. Diese Variante von ihm. Gut, ich könnte mit einem Charakter-Save-Editor-Programm wahrscheinlich an alle Skins kommen. Aber hey. So viel Sinn macht es jetzt auch wieder nicht. Wir sind bald bei 30 Minuten. Aber uns fehlen dann immer so viele Charaktere, muss ich sagen. Weil der eine Skin hat gerade irgendwie länger gebraucht zum Laden, habe ich das Gefühl gehabt. Ja genau, manche von denen sind anscheinend detaillierter. War das... Okay. Das wirkt aber auch ein bisschen Optimus Prime-like. Weil der ja so Robotik ist, der Typ. Ah, na, also, Wilhelm. Wilhelm Badass. Aber mit der Mütze da. Weltraumpirat. Hacker. Sternenfalke. Schau mal meine Skills rein. Und werf mal mein Ding dahin. Beziehungsweise meine Drohnen. Gut. Dann gehen wir jetzt hier zu Charakter auswählen. 1, 2, 3, 4, 5. Es fehlt nur noch Claptrap. Dann zum Abschluss den Fragtrap. Nun alten Claptrap. Kaffee schwarz wie meine Seele. Kaffee schwarz wie meine Seele. Ja, und drauf! Hm? Heia! Oh. Okay, Skillpunkte neu verteilen, Claptrap, Werks... Der hat anscheinend auch kein Licht. Nee. Sehe jetzt wahrscheinlich mehr Farben als bei den anderen Claptrap, der unobtainable Skills haben sollte und dann am Ende irgendwie doch nichts hatte. Keine Ahnung, was da falsch war, weil bei dem Savegame hier war für jeder Charakter ein Save-Datei dabei. Das war bei dem anderen nicht. Ich weiß nicht genau, was der Typ, der das erstellt hat, falsch gemacht hat. Oder warum da nur... Aber er versucht hat, jeden Skin in einen Charakter zu placen, weil das geht halt nicht. Nicht jede... Jeder Skin ist für jeden Charakter. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, es sind gar nicht 92 und das ist ein Glitch oder so. Weil 92 ist der maximale Wert fürs Level. Also was nicht. Ja, vielleicht ohne den... es vielleicht ohne den aktivierten Mod testen sollen, aber hey. Wird aber kaum was an den Skins verändern, vor allem wenn ich keine Custom Skins installiert habe. Claptrap. Andere Arten von Claptrap. Trash Trap. Simon Trap. Okay, den seinen Skillbaum haben wir ja, glaube ich, schon gesehen eigentlich. Naja. Jetzt wird es magisch! Kammerjäger.exe. Schalte in den Kommandomodus! Oh! Ich putze Regenbogen! Oh. Ja, hat er wirklich. Ah. Ja, dann würde ich mal sagen, und bewerten nicht vergessen, und weiter geht es im nächsten Part. Tschüssikowski.